Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das richtig tolle Buch Wo steckt der Drache von Leo Timmers vorstellen. Das Buch hat 40 dünne Seiten, kostet 14 Euro und wird für 3- bis 6-Jährige empfohlen. Es geht in diesem Buch um einen König, der einen Drachen gesehen hat und nun nicht mehr schlafen kann, bis dieser gefunden und besiegt worden ist. Also machen sich seine Wachen auf, um den Drachen zu finden. Und sie laufen durch den dunklen Wald und sehen eben verschiedene Schatten, hinter denen sie eben den Drachen vermuten, wie ich hier sehen könnt. Doch ja, dann ist das eben immer etwas anderes. Und sie suchen weiter, als sie nach unzähligen Fehlschlägen nass und müde sind, beschließen sie dann doch umzukehren. Und ja, weil der Drache angeblich aus Angst selbst vor ihnen geflohen ist, was, wie man sieht, gar nicht stimmt, da der Drache dann ja eben doch im Bett des Königs landet und der König vor Angst auf die Lampe klettert. Ja, die Geschichte ist für die Kleinen sicherlich ein spannendes Abenteuer, weil eben im Licht oft die Wahrnehmung nicht so ist, wie sie im Dunkeln zu sein scheint. Ich denke, man kann damit den Kleinen vielleicht teilweise auch die Angst vom Dunkeln nehmen, wenn man ja, ihnen damit zeigt, dass die Angst einem oft Streiche spielt und alles gar nicht so schlimm ist, wie man ja eben anfangs annimmt. Die Texte sind kurz und gereimt und damit genau richtig für die Kleinen, um der Geschichte mit Spaß folgen zu können. Und diese Bilder sind wirklich sehr amüsant. Uns hat das Buch viel Spaß gemacht und wird seitdem sehr gern aus dem Regal geholt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!